Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rise of the Ronin. Wir müssen mit unserem Kollegen hier reden. Ein Glücksspiel ist an der Reihe. Ah, ich wusste doch, du würdest kommen. Halt dich erstmal an mich, das ist sicherer. Allein ziehen sie dir garantiert die Hosen aus. Das weiß ich zu schätzen. Ich hab das Gefühl, heute räume ich so richtig ab. Dafür musst du deine Glückssträhne aber mit mir teilen, ja? Okay, in Spielhöllen kannst du Münzen ausgeben, die du gegen Geld erhältst, um ungerade oder gerade zu spielen. In diesem Spiel musst du raten, ob die Augenzahl der Würfelrunde gerade oder, ungerade oder gerade ist. Du gewinnst mit deinem Wetteinsatz an Spielmünzen vervielfacht. Wenn du verlierst, verlierst du auch alle Spielmünzen. Okay, dann kann ich nur so. Ich nehme eine Münze. So. Und spielen. Rein mit den Würfeln! Los, Leute! Macht eure Wetten! Was sind bei den... die letzten... Ich mach ungerade. Fertig? Dann schließen wir die Wettannahme. Das Ergebnis ist... 5 und 1 gerade. Scheiße. Ich war mir so sicher. Nächstes Spiel. What? Auf nochmal 5, komm. Gewinn. Tausender pro Einsatz, ey. Runter mit dem Becher! Los, Leute! Macht eure Wette fertig! Nochmal ungerade. Dann schließen wir die Wettannahme. Das Ergebnis ist... 5 und 1 gerade! Alter! Ja! Los, da kommt nochmal ungerade. 2 und 6 gerade! Leck mich doch am Arsch! Ich lag so lang ungerade, bis es auch ungerade kommt. Fertig. 1 und 2, ungerade. Ja. Ah. Ja. Los. Aber nochmal ungerade. 3 und 2, ungerade. Aha. Sehr gut. Los, jetzt Leute. Machen wir gerade. Fertig. 5 und 3, gerade. Wunderbar. Okay. Ich war mir so. Mach ich nochmal gerade. Fertig. 6 und 6, gerade. Guck mal, wie gut ich bin. Ich war mir so sicher. So, Spielhölle verlassen. Ha, ich hatte eine echte Glückssträhne. Wie lief's bei dir? Mir reicht's. Ah, gut. Wird doch langsam Zeit. Wer zu lange spielt, gerät gern mal in zwielichtige Geschäfte. Scheint so, hä? Hey du, du bist wohl ein echter Glückspilz. Teil doch dein Glück mit anderen Leuten. Okay. Fuck. Komm mal ran da. Scheiße, mein Key. Oh mein Gott. Hä? Scheiße. Ja, ich muss mich heilen. Danke. Come on. Alter. So, der ist tot. Sehr gut. Okay. Ihr Glückstag war das nicht. Sie wussten nicht, wie ihnen geschah. Ja. War das erledigt. Und? Wie gefällt dir der Laden? Hier sind immer genug Verlierer, denen man Geld abknöpfen kann. Schau wieder vorbei, wenn du dich etwas vergnügen willst. Wir sehen uns. Tun wir das. Ja, Bindung eingegangen. Super.
Okay, Mission abgeschlossen. Versucht. Eine Handfeuerwaffe. Okay. Handfeuerwaffen lassen sich schnell hintereinander abfeuern und können Gegner mitten im Schlag in Panik versetzen. Okay. Dann zeig mal her, das gute Ding. Was habe ich hier noch? Nichts Besonderes. Neuen Schwertstil. Nioryu, aber den habe ich schon ausgerüstet. Ja, ja. Sekundärwaffe. Machen wir die aus, komm. Quatsch, das ist auch Quatsch. Okay. Den Attributen kann ich nichts vergeben. Okay. Sachen eintauschen. Kann ich das hier? Ah, hier bist du. Bist du das? Was möchtest du tun? Spielmünzen eintauschen. Nee. Reise kaufen. Was möchtest du in Tausch? Für 6 kriege ich ein Oban. 10. Okay. Oder, oh scheiße, da brauche ich 200. Ja, das... Nee, verwende nur meine Fertigkeit. Ja, da brauche ich auch 100. Scheiße, ey. Whisky. Seltener Gegenstand, der eine hübsche Summe einbringt. Oder Heilelixiere. Okay, wertvoller Sake. Für 20. Kostet alles 20. Milchschokolade. Portiertes Bier. Komm, ich nehme das Bier. Kann ich dann irgendjemandem schenken, ne? Willst du schon gehen? Ah, den Rest auszahlen lassen? Was möchtest du tun? Ja. Okay. Gut. Ja, ich gehe. Berühre mal das Banner. Wunderbare Sache. Was haben wir sonst noch so? Schatten von Yokohama aktualisiert. Okay. Sprich mit Taka, sprich mit Katsuda. Geheimnisvoller Fremder wurde ange... Ja. Okay. Der Weg des Kriegers. Folge Kogoro Katsuras Rat und begib dich zum Dojo. Ich will jetzt mit Taka oder mit Katsuda reden. Dann dort auf der Karte. Ah, guck mal da. Da ist Katsuda. Gehen wir doch an diesen Ort für eine Schnellreise. Let's go, let's go. Ne, warte, der ist hier drin. Oder? Ja. Das war vielleicht eine Nacht. Was? Wohin ist Harris geflüchtet? Oder nehmen wir ihn erneut ins Visier? Nein, das ist nicht geplant. Doch ich bewundere deinen Elan. Harris hält sich irgendwo versteckt. Jetzt, da der Vertrag unterzeichnet wurde, macht es keinen großen Unterschied mehr, ihn zu töten. Harris war ohnehin nie dein Hauptziel, nicht wahr? Du wolltest den Samurai von den schwarzen Schiffen finden. Wenn du herausfindest, wo Harris ist, könntest du auch deinen Samurai finden. Ich würde vorschlagen, die edle Residenz aufzusuchen. Dort verkehren die Mächtigen dieses Landes mit den Fremden. Yukichi Fukuzawa, ein Beamter des Shogunats, weilt dieser Tage häufig dort. Katsura und du zusammen. Verstehe. Hallo Shinsaku. Gut, dass du endlich da bist. Kommen wir gleich zum Punkt. Hör zu. Wir wissen endlich, wo Meister Shoin ist. Der rote Dämon hat ihn. Er hält ihn gefangen. Wenn wir ihn retten wollen, müssen wir dringend handeln. Doch zum Glück gibt es immerhin auch eine gute Nachricht. Der Mito-Clan ist im Besitz eines Briefes, dessen Inhalt dem roten Dämon zum Verhängnis werden könnte. Und gelingt es uns, den Brief zu beschaffen, könnten wir Meister Shoin aus dem Gefängnis befreien. Doch seit dem Anschlag auf Harris stehen wir unter Beobachtung. Das Shogunat darf außerdem unter keinen Umständen von dem Brief erfahren. Und da kommst du ins Spiel. Ich möchte von dir, dass du dem Mito-Clan den Brief stiehlst und ihn dann zu mir bringst. Also, kann ich auf dich zählen?
Ich mach's. Hervorragend. Ich danke dir. Es mag etwas seltsam klingen, aber bitte vermeide so viele Verluste wie nur möglich. Schließlich sind sie nicht unsere Feinde. Ein Informant wird in Hodogaya warten. Geh zu ihm, sobald du kannst. Okay, in Gnadenmission wirst du für deine Heimlichkeit und Gnade belohnt, wenn du das Missionsziel abschießen kannst, ohne ein feindliches Leben zu beenden. Du kannst Gegner besiegen, ohne sie zu töten, indem du unbewaffneten Kampf- oder Holzschwerter und Trainingswaffen benutzt. Trainingswaffen können bei Händlern deiner Basis gekauft werden. Okay. Begib dich zur Hodogaya-Station. Optional, sprich mit Taka. Kann ich bei dir noch was kaufen? Wenn es um Medizin geht, dann kann man nie genug haben. Ja, lass erstmal Sachen verkaufen. 1600. Du kannst doch sehr viel für mich tun, Liebes. Ja. Ich will noch mehr Geld geben. Guck mal, 1700. Herstellen. Handfeuerwaffenkugeln. Hey. Mach mal 12. Dann habe ich 25. Nee. Jetzt habe ich, ich habe im Lager noch ganz viel. Pfeile habe ich auch genug. Gewehrkugeln habe ich nicht so viele. Machen wir 6. Pfeilelixiere kann ich, 14, komm. Wunderbar. Mehr als genug im Inventar. Hier auch genug. Giftwetzstein. Wunderbar. Ich einen, okay, gut. Das war's. Ich bin immer vorsichtig. So, dann lass mal noch mit Taka reden. Mal schnell ins. Ins Puff müssen wir gehen. So. Eigentlich ein Puff. Reden wir uns davor. Freudenviertel, my ass. Das ist ein Puff und nichts anderes. Kann ich nicht reingehen. Schade. Dann muss ich über den Vordereingang. Geh mal rein hier. Und wo haben wir denn die? Was ist mit dir? Schön, dass ihr mich... Ihr kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, mein edler Retter. Ich befürchte, ich brauche dringend eure Unterstützung. Meine samtpfotigen Gefährten sind mir entlaufen und keiner von ihnen ist zu mir zurückgekehrt. Die Armen sind nur die Geborgenheit des Hauses gewohnt. In der grausamen Welt da draußen sind sie völlig verloren. Und ich bin das ohne sie ebenfalls. Wäre es euch möglich, meine geliebten Katzen für mich zu suchen? Ich weiß, es ist sehr viel verlangt, aber... Wer bist du? Oh, ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich habe doch glatt meine Manieren vergessen. Aus lauter Sorge kann ich kaum mehr klar denken. Mein Name ist Osogomo. Ich bin eine Kurtisane in diesem Viertel. Ich hoffe inständig, ihr denkt nur nicht allzu schlecht von mir. Ja, ich mach's. Ihr werdet für eure Mühen natürlich auch entlohnt werden. Das verspreche ich euch. Hey, Katzensammlung. Du kannst Silbermünzen eintauschen, um besondere Gegenstände zu erhalten. Die Auswahl an Gegenständen vergrößerst du mit dem Einsammeln von Katzen. Wie geht die Suche nach den Katzen voran? Wunderbare Sache. Ich hoffe, dass sie alle wohlauf sind. Er ist, super. Was kriege ich denn hier so für 30 Münzen? Traktat über seltene Charmpunkte erhalten. Okay. Geste, komm her. Räucherkorb. Heilelixiere. Komikermaske. Bei 18 gefundenen Katzen. Ja, okay. Ist, mach mal das hier. Traktat über Charme.
Gibt es noch etwas, das ihr gern hättet? Nee, sonst kann ich mir nichts leisten. Was ist jetzt los? Okay. Gut, bringe eingesammelte Katzen zu Usugumo Dayu, um Belohnungen zu erhalten. Ja. Okay. Was soll ich denn jetzt hier bekommen? Ist ein Charmpunkt verdient. Und was bringt mir der? Ah, hier, Charme. Lol. Dachte mir, es ist Charisma, aber steht ja ganz groß Charme. Wird die Menge an Geld, die du für das Abschließen einer Mission erhältst? Okay. Geld habe ich ja theoretisch genug, ne? Da können wir mal noch warten. Zu Taka wollten wir ja noch gehen, ne? Die ist wahrscheinlich ein Stockwerk weiter oben. Stimmt, hier ist auch noch eine Katze. Warte mal. Ja, ja, Kätzchen. Ich komme zu dir. Hopp. Hier hinten müsstest du sein, oder? Du bist sogar so eine dreifarbige. Na komm. Und streicheln. Ja, hab ich dich doch. Hoppala, aber es hat plus 3 gegeben. Super. Okay, jetzt können wir hochgehen von mir aus. Ich, bin ready. Taka, Liebes. Hi. Bitte. Hier. Es ist wie immer eine Freude, euch zu sehen. Be right back. Entschuldigung. Was, hast du das über den Samurai gehört? Entschuldigt. Mir ist bislang leider nichts zu Ohren gekommen. Verzeiht meine Neugier, aber was verbindet euch beide? Ist schwer zu erklären. Verzeiht mir, ich wollte euch nicht in Verlegenheit bringen. Der Samurai diente als Leibwache für Mr. Harris. Ich denke, das ist euer bester Ansatzpunkt, um mehr herauszufinden. Es heißt, der Konsul verstecke sich seit dem Vorfall. Doch was seinen Aufenthaltsort angeht, könntet ihr womöglich in der edlen Residenz mehr erfahren. Dort verkehren die Mächtigen mit den Vertretern aus dem Westen. Darüber hinaus, nun, sagen wir, es gibt noch eine Möglichkeit. Ich kenne ein paar Leute im Shogunat. Wenn ihr euch dazu bereit erklären würdet, ihnen einen Gefallen zu tun, könnte ich die notwendigen Schritte einleiten. Für eine Geisha bist du ständig gut vernetzt. Das Vergnügungsviertel ist der Schmelztiegel der Stadt, an dem auch die Mächtigen verkehren. Da ist es doch nicht überraschend, dass ich mit ein paar von ihnen bekannt bin. Glaubt ihr mir etwa nicht? Nun, wie dem auch sei, ich muss euch dringend um etwas bitten. Ich bitte euch darum, einen Brief zu beschaffen, der im Besitz der Mito-Samurai ist. Doch dafür werdet ihr in deren Basis eindringen müssen. Sobald ihr ihn habt, bringt mir den Brief. Unverzüglich, ist das klar? Sollten die Samurai euch entdecken? Nun, was in diesem Fall zu tun ist, wisst ihr ja sicher. Also, haben wir eine Abmachung? Ja. Ach, auf euch ist stets Verlass. Nun dann. Begebt euch jetzt zur Hodogaya-Station. Dort wird euch einer unserer Verbündeten erwarten. Okay. Gut, begib dich zur Hodogaya-Station. Mal hier runtergehen. Ist ja egal, wenn HP weg sind. Regeneriere ich sowieso. Dann gehen wir ran ans Banner.
Habe ich denn hier noch was? Was? Guck mal, hier muss ich nur noch eine Schatztruhe finden. Die ist da, dann hätten wir das Gebiet abgeschlossen. Können wir im nächsten Part machen. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.